Oh nein, es ist hell, sagt Dave. Was? Nein. One boost. Fuck off. Ist doch schon so wenig Essen. Warum hast du wenig Essen? Wieso soll oder ich... Warum? Leiste. Aufgebraucht, passt schon, wurscht. Warum soll ich jetzt einen Weg machen von mir bis zu dir? Nee, ich meinte ja zum gemeinsamen Hütchen. Na, warum soll ich das machen? Weiß nicht, vielleicht weil du welches bist. Mein Schallschaumstoff hat sich gerade irgendwo leicht nach unten gesetzt. Oh, du willst mich doch verarschen. Jetzt ist gerade abgefallen. Mein Schrank hat sich leicht zerlegt. Mal gerade gedacht, wieso wandert das nach unten? Was ist da los, ja? Und die Kanten von meinem Holzschrank sind also mehr oder weniger mit Alu verstärkt, ja? Mhm. Und eine dieser Verstärkungen hat sich schon mal gerade gelöst, genau da, wo halt der Schaumstoff drauf hängt. Wahrscheinlich weil der Schaumstoff da drauf hängt. Oh, gut. Ich glaube, ich hole mir einen Nagel und einen Hammer und Nagel haben wir auf der anderen Seite nochmal in die Wand. Damit der Shit da hält, ohne dass der Kasten ruiniert wird. Mach ich nachher. Ist jetzt eh nicht so das Echo direkt. Mann, ich habe sowieso generell weniger Probleme in der Hinsicht, seitdem ich Mikrofon vor der Fresse habe. Ein sehr wichtiger Faktor. Ich glaube, mein Esel mag's nicht bei mir. Wieso? Hat er dir gesagt, er mag's nicht bei dir? Der springt gerade die Klippe runter. Der ist gerade unten am Wasser. Vielleicht war er durstig. Hast du noch einen Schleimball? Weiß ich nicht. Ich glaube, bei mir oben nicht. Ne, ist okay. Zwölf Dias, schön. Stimmt, ich wollte jetzt auch noch mal ein bisschen die Decke machen. Was macht der Esel denn da? Sagt Dave. Danny nice ass. Hat Danny das gerade da geschickt? Ja, aber. Gerade ist gut gesagt. Oder vor einiger Zeit. Ich sehe es bloß jetzt gerade, die Twitter-Mail da. Ah, 11 Minuten. Das ist gut. Ja. Quarz. Hallo? Quarz. Oh ja, das habe ich mitbekommen. Was denn? Da geht's drum, dass in PlayerUnknown's Battleground wurden welche gebannt, ja. Also für 7 Tage. Ja, natürlich, das Minimum ist 7 Tage scheinbar. Für Stream Sniping. Hä? Und das, obwohl, ich meine, jetzt mal abgesehen, die Aussage ist, dass nicht gestreamsniped wurde, aber ich sage, das ist herzlich irrelevant, ja. Einer der Streamer, ich glaube Summit oder so, aber halt so ein großer Streamer, ja, hat halt gezockt, ja. Und dann wurden halt mehr oder weniger, ich glaub, die Gruppe von Streamern von einem umgenietet, ja. Und die haben dann, glaube ich, gemeldet dann wegen Stream-Sniping, weil sie es nicht glauben konnten. Und der hat dann 7 Tage Temp-Bann bekommen. Ja? Und ich denke mir so, das ist so ein Bullshit. Das ist absoluter Bullshit. Das Stream-Sniping jetzt oder? Nee, dass der gebannt wurde. Dass der gebannt wurde, finde ich absoluter Bullshit. Dass der eine Strafzeit für unter Anführungszeichen Stream-Sniping bekommt. Egal jetzt, ob er es gemacht hat oder nicht, ja. Es fängt einmal damit an, dass die Beweislage für Stream-Sniping, ja, wortwörtlich nur eine mündliche Aussage ist von dem Streamer, dass er sagt, der Stream-Sniped, ja. Das sind alle Beweise, die existieren, ja. Damit fängt es mal an, ja. Dann tun sie auch noch so, ja, wie wenn man Streamer dafür schützen müsste, Stream gesniped zu werden, ja? Ja. Wo ich mal denke, ein Streamer hat genug Möglichkeiten, sich selbst davor zu schützen, ja, mit einem Delay zum Beispiel.
Ja, deswegen sollte man bei CSGO, wenn man streamt, wenn man einen großen Wert drauf legt, nicht gesniped zu werden, einen Delay reinpacken. Ja. Und Aber wenn das so ist wie bei uns, kann mir das scheißegal sein, ob jemand meinen Stream dabei sieht. Nee, deswegen sage ich ja. Und es ist nicht was, was in der Verantwortung des Spiels liegt, ja? Das ist wie wenn, gehen wir mal ein Real-Life-Beispiel, ja? Ja, das ist wie wenn du deinem Kollegen sagst, er ist ein Arschloch, ja? Und dann kommt die Polizei und sperrt dich ein. Weil dein Kollege bei der Polizei gesagt hat, er hat mich ein Arschloch genannt, ja? Es ist in jedem Fall, ja, nicht die Sache der Polizei, ja, das zu regeln. Es ist eine Sache zwischen dir und dem Typen. Ich finde das immer mal, abgesehen davon, dass eben, wenn die Beweislage ist, einer sagt, er hat das gemacht, dann wirkt das, dann heißt das nichts, ja. Das ist genau wertlos, ja. Jeder kann sagen, der hat was gemacht, ja. Ich kann auch sagen, du hast irgendwas gemacht, also. Nein, ich finde das leicht. Regt das Triggert. auf. Leicht getriggerter Froschi. Dave, du musst schon Punkte setzen, um den Raubzug starten zu können. Dave, du hast keine 120 Punkte. Oder? Ach Gott, mir fehlen noch 8, 12, 13, 14, 12, 24, 22. 22 Punkte fehlen mir noch. Na dann setzen wir gleich mal. Ich mach gerade alles oder nichts. Weil wenn ich wieder Destiny streame, kriege ich eh wieder haufenweise Punkte. Ich setze mal 78, weil ich dann eh wahrscheinlich mal wieder vergessen werde für 1000 Jahre, dass ich setzen kann und dann kriege ich wieder Punkte. So, ich gehe dann übrigens in Farming-Modus über. Das heißt, die macht dann dasselbe wie du. Ich weiß zwar nicht, wo noch Quarz zu finden ist, aber ich versuche mal mein Bestes. Achso, du gehst jetzt Ja, ich hab 12 Diamanten bekommen aus denen, die ich gefunden habe und die werde ich jetzt alle enchanten, das ist mein Ziel. Lapis haben wir ja noch unten. Das ist jetzt nicht das Ding. Sticks haben wir auch. Gut. Ah. Kann man noch zuzufeuern oder ist das jetzt ein Problem für dich? Nö, nee, ich stehe genau neben meinem Bett. Na dann zu's. Dave ist rauchen. Viel Fun. Viel Fun. Viel Spaß. Weiß nicht. Will immer das. Viel Befriedigung für dieses Jucken, was einen dazu bringt zu rauchen. Blub. Was weiß ich. Bei dir hat man Ich war gerade gerade blubben mein gehört. Wasserglas, das hat Ja. gerade geblubbt, ich weiß nicht wieso. Hab, glaube ich, zu schnell abgesetzt. Wie Sniping, so ein Scheiß. Tja, wer es mit sich machen lässt. Ey, deswegen ja. Weißt du, was mich irgendwo leicht fasziniert? Ich frage mich, ob es einen Namen dafür gibt. Für den, ich weiß nicht, den Internetverbreitungseffekt, ja? Wenn irgendein Bullshit passiert, ja? Ja. Und dieser Bullshit ist meines Bullshit und der wirft eine gewisse Welle im Internet auf, ja? Und du dann einfach eine noch weit größere Welle hast von Leuten, die sich über den Bullshit aufregen. Glaubst du, gibt es dafür einen Namen, wenn der Backlash oder das, was zurückkommt, einfach um so vieles mehr ist als das, was das eigentliche Problem war? Kann möglich sein. Weil ich sehe das oft mit so Dingen wie, ich weiß nicht, der soziale Aktivismus, aka die SJWs, haben sowas oft, ja, wo, wenn ich 10 Leute sich einbilden, sie müssen jetzt jemanden hassen, weil er ja so sexistisch ist, unter Anführungszeichen, und dann Wellen über Wellen von Leuten zurückkommen, die denen sagen, was sie nicht für Idioten sind, was sie denn jetzt auf dieser Welt verloren haben, dann meistens noch brutaler werden, weil mehr Leute heißt immer, dass es mehr Leute gibt, die auch extrem sind in ihren Aussagen. Ja? Google doch einfach. Ich weiß nicht, ich wüsste nicht, wie ich das in Google packen soll. Dann mach einen Satz, Junge. Wie soll ich Google einen Satz? Was? Einen Satz googeln. Wie nennt man Leute?
Biene! Ey, wir haben ja noch 6 Schleimbälle in der gemeinsamen Kiste. Und das wolltest du vorher wissen, glaube ich. Für die Lead. Vermute ich mal. Was für ein Lead? Der fucking Seil, mit dem du Leute rumführst, also Tiere rumführst. Achso. Eine Leine. Ja, eine Lead halt. Ist Englisch. L-E-A-D. So, wird genauso geschrieben wie LED, nur anders ausgesprochen. Weil Englisch. So, ab in den Neta. In den Neta wird alles später. Veganer sind auch so ein Beispiel. Da sehe ich immer Leute, die sich aufregen, Alter. Oh, diese Veganer, der hat mir letztens einer erzählt, ich bin voll das Monster. Und dann alle so, oh, Veganer! So eine Masse von Leuten, Alter. Ich weiß nicht. Internet ist komisch. Ja. Nur für die komische Leute. Das erinnert mich an, ich habe letztens hier von ganz altes Let's Play hier von Zombie geguckt, Minecraft Hero. Ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt. Man, der Name sagt mir auf jeden Fall, was klingt jetzt nicht so alt? Nee, doch, ist schon mehrere Jahre alt. Da habe ich, angefangen, YouTube zu gucken, da war noch Tuttle dabei und so weiter. Ja. Für mich immer noch relativ neu, ehrlich gesagt. So, auf jeden Fall, da hat er. Wie muss ich das noch austauschen? Mal gucken, wie. Ne, und da kam das dann eben halt so, dass ein Kommentar bei ihm geschrieben hat, so ganz komisch, ne? Achso, Zombie, I love you so much. Mit einem Herz dahinter. Dann, deine Lippen sehen aus, als ob du Lippenstift drauf hättest. Und danach nennt er einen Transe. The fuck? So, die Entwicklung von diesem Kommentar. Das würde ich gerne mal wissen, was der Typ sich dabei gedacht hat. Ja, wahrscheinlich so ein Gedankenzug, den er irgendwo die Hälfte durch verloren hat. Und dann irgendwo wieder aufgehoben bei einem neuen Gedanken. Hey, da ist eine Befestigung. Ich muss sagen, eins einer der therapeutischsten Dinge, die ich manchmal mache, ist, ich schreibe einmal einen fetten Text, ja? Auf irgendwas, was mich aufregt, zurück, ja? Und dann lösche ich ihn einfach wieder. So dieses, okay, ich habe mein Problem ausformuliert, ich brauche aber nicht unbedingt den Blowback, also gelöscht. Ja, das erinnert mich irgendwie an die Leute, die die ganze Zeit immer irgendwas schreiben, weißt du, die Kommentare. Ah, okay. Ja. Und, oder auf Twitter ist es immer noch am besten, da schreiben die Leute ja wirklich irgendwann mal irgendeinen Scheiß, wo, und dann retweeten das manche und dann willst du darauf klicken und gucken, ob er das wirklich so geschrieben hat. Und dann steht er dann auf einmal so, ja, dieser Kommentar wurde entfernt. Weil sie dann irgendwie Angst hatten, weil der Typ drauf geantwortet hat, so auf dem Prinzip her, Junge, das kannst du hier nicht bringen. Hm. Ich sehe das oft, dass irgendwo jemand was postet, ja, einfach im Moment sozusagen, ja, weil er sich gerade so danach fühlt, ja. Und dann wird das irgendwo von einem Großen zitiert, von irgendeinem fetten Twitter-Account, wird weg, einfach gelöscht, ja. Fuck it. Ich weiß nicht, Leute sehen Menschen nicht als Menschen im Internet, sondern die auf irgendwen am Twitter. Ja, ist halt so ein Typ bei Twitter. Ja. Ist kein Mensch auf anderen Ende, das ist jemand, den kann man anmaken. Ja, und wird nichts passieren. Da, weiß nicht, das ist so. Dadurch, dass man sich heutzutage nicht mehr so Gesicht zu Gesicht sitzt, ja, ist man irgendwo so dissoziiert. Ja. So nicht. Man denkt halt nicht über den anderen nach in im Bereich von Menschheit, sondern eher so im der Typ so ein Internet irgendwas VW. Ich habe mich übrigens gerade richtig hart verlaufen. Im Nether. Warte, ich glaube da hinten geht's hoch. Das da die ja, okay, habe mich wieder hingefunden. Okay. Am geilsten fand ich ja gerade zurzeit macht doch hier Unge kennst du auch noch, ne? Ja, da macht er diese Reaction-Videos, sag ich jetzt mal. Fast eine neue.
Oder daneben sitzt und auf ein Video reagiert, oder? Genau, die Leute feiern das. Und es gibt schon unzählige von, ich weiß nicht, Unge ist so ein Typ, der muss irgendwas Altgeglaubtes wieder ausgraben, die Leute feiern, dass er jetzt auch was neu erfunden hätte. Keine Ahnung, der hat irgendwas an sich, was die so an sich zieht, aber ja, ist halt Unge. Ich habe nichts gegen ihn, ich finde ihn eigentlich recht sympathisch, aber ich kann mir auch nicht immer jähen. So, und da gab es so einen, wie hieß der, Barclay, Burley, keine Ahnung, irgendwie, der hatte so einen ganz komischen Namen, sah aus wie so Türke, glaube ich, Moslem, Türke, irgendwie, oder Araber, keine Ahnung, auf jeden Fall irgendwie so türkisch. Ich meine, das sind alles ungefähr dieselbe, also dieselbe genetische Bereich. Ja, deswegen. Da gibt es einen eigenen Namen für, ich glaube arabisch stammig oder so. So, auf jeden Fall. Osmanisch vielleicht. Auf jeden Fall, der hat öfters mal so Videos hochgeladen, wo sich irgendeine Reaktion drauf gemacht hat. Und er hat immer gesagt, ja, du siehst eigentlich aus wie 12 Liter, nicht, weißt du. Und jetzt bei dem neuesten Video, ne? Also es gab so ein Video von dem Typen, der gesagt hat, ja, 18-Jährige verarscht mich und so weiter. Da hat er so ein paar Snapchat-Nachrichten gezeigt und ein paar Bilder gezeigt, ne? Und bei seinem neuen Reaktionsvideo darauf, auf sein Statement war, zu Unge, weil Unge ihn so ein bisschen, naja, ein bisschen geneckt hat, sage ich jetzt mal. Es war nicht mal ernst gemeinte Beleidigung oder so weiter mit dabei, war. Ja. Und da hat er vorher ein Video von anderen gezeigt, dass der Typ einfach nur ein wahllos genommenes Snapchat auf der ersten Google-Seite genommen hat und das in seinem Video gezeigt hat, so auf dem Prinzip, ja, die macht sich voll an mich ran und so und. Dabei hat er einfach nur mal schnell gegoogelt, ein Bild genommen und das bis sich da so reingepackt, weißt du? Und ja, und dann hat dann später der Typ dann immer so irgendwie gesagt, ja, du machst, weißt du machst dich ja lustig über einen 17-Jährigen, weißt du, wie alt du bist, keine Ahnung, aber weißt du, und fing dann auch richtig an, den zu beleidigen und so weiter. Ich verstehe das manchmal nicht. So dieses, wirklich so dieses Statement-Video, ich muss dich jetzt fertig machen, Alter. Wo ich mir so denke, hä? Das bringt dir keine Punkte. Der große YouTuber wird sich darüber kaputt lachen. Und fertig. Oder irre ich mich da? Ich meine, ich glaube, in den meisten Fällen ist es mehr so ein, ich glaube, so ein reaktionäres Denken. Ja? So dieses, der hat was gemacht, also muss ich was dagegen machen. Ja? Aber nur so der Gedanke und das war's. Wow. Ich glaube, recht viel mehr geht da oft nicht rein. Man, was ich da schon immer, allein wo das große Drama war, ich meine, mittlerweile ist schon fast ein Jahr, eineinhalb Jahre her, dass die ganze Drama-Sache auf YouTube so groß war. Aber wo halt, da war halt auch viel so, einer roastet den anderen, ja, und der andere war halt so, ich mache halt ein Antwortvideo, weil, wieso nicht? Scheinbar. Einfach so drauf reagiert. Was die meiste Zeit ziemlich schwachsinnig war, weil er sich meistens nur noch lächerlicher gemacht hat. Ich meine nicht, das ist einfach so. Ich meine nicht, ich würde es als Grund. Ich würde es als Grundmenschliches bezeichnen. Habe ich schon 10, 20 Mal gesagt, ich weiß es nicht. Merkt man, wie sicher ich mir bin in meinen Statements? Ist unglaublich. Okay, ein bisschen. Das. Wie in der Arbeit. Ich glaube, ich schätze, ich bin mir vielleicht sicher. Nee, mit Vertrauen in meine Aussagen habe ich es nicht so ganz. Was für eine Landschaft hier, Alter. Magma Slimes. Need Mom, kriegen wir Magma Slime aus dem Magma Slime. Da war ich so vielleicht schon ein bisschen zu schnell. Die habe ich schon. Ja, was auch immer, hier sind Magma Slimes. Genau keinen Magma Slime rausbekommen. Sehr schön. Ah, der Gas ist aber ungut mittig. Ist voll kein Quarz mehr, Alter. Entschuldigung. Ne, ich habe ja auch schon hier einen Haufen auch weggemeint. Ach, ja. Ah, fuck off!